Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Wir haben Eisenschild bekommen. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu verlieren. Ich möchte, dass ihr hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir diese Stadt gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irilet. Das ist kein Himmelfahrtskommando. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst. Dann ist ja gut. So. Wir haben jetzt so einen geilen Eisenschild bekommen. Den gucke ich mir mal an. Waffen. Ach nee, bei Bekleidung ist der. Bei Bekleidung. Okay, hat 24, steigert die Magieresistenz um 10%. Ja, den lege ich, glaube ich, mal an. Scheint mir ja ganz hilfreich zu sein, vielleicht. Vielleicht? Vielleicht auch nicht, mal gucken. Ich glaube, ich setze ich auch mal ganz kurz auf F. Favoriten. Okay, jetzt bin ich mal... Oh, ich bin ja so gespannt. Drache, wenn wir den meucheln, dann können wir unseren ersten Schrei benutzen. Geil. Aber mit dem Zauberer müssen wir, glaube ich, nochmal reden. Der weiß vielleicht etwas über diese ganze Sache. Was war das denn für eine Bewegung? Das ist komisch. Ja, komm. Boah, es ist Nacht. Wie geil. Oh, ja. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Ach, halt dein Maul. Wenn sie die Sturmhändler unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Können wir nicht irgendwie schneller hin oder so? Wo müssen wir eigentlich hin? Triff in der Nähe des westlichen Wachturms. Okay. Ist ja irgendwie ein bisschen doof, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit hinterherlaufen. Kann ich auch nicht schon vorlaufen oder so? Ich glaube, ich laufe einfach vor. Vorsichtig! Vorsichtig! Ja, aber die ist voll lahm. Na gut, dass man hier auch sprinten kann. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drin gibt es noch Oh, ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Oh, also so, zählt für mich nur, dass ich meine Erzeugnisse verkaufe. Ja, denn naja, dann ist egal. Ah je. Dachte gerade schon, oh was. Die Lage ist folgendermaßen. Machen wir jetzt hier. Ein Drache greift den westlichen Wachturm an. Jetzt sind wir dran. Ihr habt richtig gehört. Ein Drache. Mir ist egal, woher er gekommen ist oder wer ihn geschickt hat. Aber ich weiß, dass er den Fehler begangen hat, Weißlauf anzugreifen. Aber Huskarl, wie können wir denn gegen einen Drachen kämpfen? Ich hoffe, ihr seht mich so an. Das ist eine gute Frage. Von uns hat noch niemand zuvor einen Drachen gesehen. Geschweige denn gegen einen gekämpft. Aber unsere Ehre gebietet uns, gegen ihn zu kämpfen, selbst wenn wir versagen. Dieser Drache bedroht unsere Häuser, unsere Familien. Könntet ihr euch Nord nennen, wenn ihr vor diesem Monster davonlauft? Soll ich allein gegen dieses Ding kämpfen? Nein, Huskarl. Aber hier geht es um mehr als unsere Ehre. Denkt nur, das ist der erste Drache, der seit dem letzten Zeitalter in Himmelsrand gesichtet wurde. Uns gehört die Ehre, ihn zu töten, wenn ihr dabei seid. Und, was sagt ihr? Sollen wir einen Drachen töten? Ja, ganz genau. Rücken wir aus. Coole Sache hier, die Rede. Gut, dann habe ich das Privileg, ihn zu erschlagen. Oh ja. Oh Mann, oh Mann. Clavicus Vile. Ah, je, manchmal nervt das einen total, wenn der PC viel zu schnell lädt. Und man das, was da steht, beim Ladebildschirm nicht mehr lesen kann. Das nervt sowas von. Boah. Drachenjäger, wir sind Drachenjäger. Yeah. Boah, was war das denn gerade? Warte mal. Zap! So ein... Ey, ich kann da mit dem Schild sogar angreifen. Das ist ja mal cool. Das wusste ich auch noch nicht. Aha, ich wechsle aber, glaube ich, gleich ein Schild eher auf Zauber oder so. Mal gucken. Ich finde Zauber eh viel interessanter, als mit dem Schild nur zu kämpfen. Nur mit Schild und Schwert so. So, wo ist er denn? Irgendein Turm soll er sein. Da hinten irgendwo? Ja? Richtig? Oh, ich will den Drachen sehen. Wo ist der Drache? Schnell!
Wieso läuft sie jetzt zurück? Oh Gott. Die hat ja echt keinen Plan hier. Glaube ich. Na komm, lauf doch mal, Mädel. Ich bin ja sogar schneller, wenn ich so normal laufe. Aber ich finde es schon etwas spärlich, dass er Jalos nur mit 5 Mann bzw. 6 Mann hier losschickt. Etwas riskant, finde ich. Der muss schon viel von mir halten. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Oh, fuck. Das Licht ist ja alle schon in Flammen aufgegangen hier. Wo ist der Drache? Komm her, ich meuchel dich. Kein Drache weit und breit. Aber es sieht aus, als wäre er hier gewesen. Es sieht schlecht aus. Aber wir müssen herausbekommen, was geschehen ist. Und ob der Drache sich hier noch irgendwo aufhält. Verteilt euch und sucht nach Überlebenden. Wir müssen wissen, womit wir es zu tun haben. Okay. Dann gucke ich mal. In der Richtung. Oder in der Richtung. Na, einfach mal hier gucken. Ob hier irgendein Überlebender zu finden ist. Westlicher Wachturm entdeckt. Da oben ist einer drin. Nein, zurück. Er ist hier immer noch irgendwo. Roki und Thor hat es gerade erwischt, als sie fliehen wollten. Oh. Das ist natürlich nicht so schön. Ich will ihn aber sehen. Rette uns. Er kommt zurück. Wo? Da kommt er. Geht in Deckung und lasst jeden Pfeil ins Schwarze treffen. Ich sehe ihn nicht. Hallo? Da oben ist er. Alles klar. Komm her, du Mistvieh. Mirmolinier. Friss das hier, du. Bam. Friss mein Schild, ey. Der Schnarchdrache ist mir viel zu schnell. Ich kann ihn gar nicht anvisieren die ganze Zeit. Okay, jetzt kriegst du mal ordentlich. Ich glaube, gegen Flammen ist er etwas nicht so empfindlich, also nehme ich mal Funken. Friss den hier, du. Oder noch besser, wow. Oh, ich glaube, ich muss mal was trinken hier. Ist ja dann doch etwas stark. Ich glaube, ich nehme dann doch lieber mein Starschwert hier. In andere Hand. Friss den hier, du. Was hat er gesagt? Dovahkiin, nein? Ja, da, was hat er denn hier? Drachenknochen, Drachenschuppen, Fellstiefel, Weißlauf, Wachenhelm. Oh! I. Seht nur. Was passiert denn jetzt? Er verbrennt, cool. Geil! Drachenseele aufgenommen. Unter Schrei im Magie-Menü kannst du den Schrei unerbittliche Macht ausrüsten. Geil. Ich fasse es nicht. Ihr seid ein Drachenblut. Drachenblut? Wovon redet ihr? In den ältesten Legenden, als es noch Drachen im Himmelsrand gab, töten die Drachenbluthelden Drachen und stehlen ihre Kräfte. Das ist es doch, was ihr getan habt, oder? Ihr habt die Kräfte dieses Drachen in euch aufgenommen. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Versucht, einen Schrei auszustoßen. Das wäre ein Beweis. Den alten Legenden zufolge kann nur ein Drachenblut so wie die Drachen selbst schreien, ohne darin unterwiesen worden zu sein. Drachenblut? Wovon redet ihr denn? Stimmt, mein Großvater hat immer Geschichten über die Drachenbluthelden erzählt. Jene, die mit Drachenblut in den Adern geboren wurden, wie der alte Tiber Septim höchst selbst. Yeah. Ich habe nie davon gehört, dass Tiber Septim irgendwelche Drachen getötet hätte. Damals gab es keine Drachen, Idiot. Sie tauchen nun zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder auf. Aber die alten Geschichten erzählen von den Drachenbluthelden,
die Drachen töten und ihre Kräfte stehlen können. Zu denen gehört ihr bestimmt auch. Cool. Was meint ihr, Irilet? Ihr seid ja so still. Kommt schon, Irilet, sag doch mal, glaubt ihr an diese ganze Drachenblutgeschichte? Einige von euch sollten lieber schweigen, statt über Angelegenheiten zu tratschen, von denen sie keine Ahnung haben. Wir haben hier einen toten Drachen, und das verstehe ich auf jeden Fall. Jetzt wissen wir, dass wir sie töten können. Aber ich brauche kein legendäres Drachenblut. Jemand, der einen Drachen töten kann, würde mir schon reichen. Ihr würdet es nicht verstehen, Huskarl. Ihr seid kein Nord. Ich war schon in ganz Tamriel und habe viele solcher bizarren Dinge gesehen. Ich würde euch allen raten, der Kraft eures Schwertarms mehr zu vertrauen als alten Sagen und Legenden. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, wie in den alten Geschichten, dann solltet ihr den Schrei ausstoßen können. Könnt ihr das? Habt ihr es mal versucht? Soll ich mal probieren? Na gut. Ich hatte irgendwie unter P war das, ja genau. Schreie. Unerbittliche Macht, Kraft. Ausgerüstet, so. Favoriten hinzufügen, okay. Benutze Y zum Schreien, okay. Das war ein Schrei, was ihr da gerade fabriziert habt. Wow. Das muss einer gewesen sein. Dann seid ihr ja wirklich ein Drachenblut. Cool. Kann ich es nochmal probieren? Muss, glaube ich, sich jetzt mal hier entladen, so jetzt. Geil. Ah, ich bin etwas überladen. Ich glaube, ich sollte ein paar Sachen wegtun. Hier diese Weißlauf-Scheiße hier. Immer noch zu viel. Fellstiefel brauche ich nicht. Eisenrüstung auch nicht. Ja, jetzt geht's. Hey, was soll denn das? Das war der brenzligste Kampf meines Lebens. Und ich habe schon viele erlebt. Ich weiß nichts über diese Drachenblut-Angelegenheit, aber ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Ja, danke. Kehrt besser sofort nach Weißlauf zurück. Jarl Balgroof möchte sicherlich erfahren, was hier geschehen ist. Boah, geil. Fuß! Bus! Borta! Wahrscheinlich kommt da noch was dazu. Geil. Bus! Muss Borta? Ich verstehe es immer noch nicht. Vielleicht konnte ich ja dieser Zauberer mehr sagen. Okay, dann machen wir uns mal auf hier hin. Nach Weißlauf reisen, genau. Euch wurde doch bereits gesagt, dass ihr hier nichts zu suchen habt. Hä? Also kehrt um und geht dorthin zurück, wo ihr herkamt. Wir machen keinen Ärger. Alles, was wir möchten, ist nach dir zu suchen. Mir ist egal, was ihr macht. Nach all dem, was geschehen ist, könnt ihr euch glücklich schätzen. Was war das denn? Ich nicht ins Gefängnis werfe. Und jetzt verzieht euch. Wir kommen wieder. Es ist noch nicht vorbei. Ihr da. Wir suchen jemanden in Weißlauf und bezahlen gutes Geld für Informationen. Ich glaube, gerade hat mich ein Drache gerufen. Habt ihr das gehört? Dovahkiin. Boah, geil, heftig. Wen sucht ihr? Eine Frau. Eine Fremde in diesem Land. Rotwadone. Wie wir. Sie benutzt wahrscheinlich nicht ihren echten Namen. Wir bezahlen für jegliche Informationen über ihren Aufenthaltsort. Wir sind hier in Weißlauf nicht willkommen. Ihr findet uns in Rorikstad, wenn ihr etwas erfahren solltet. Warum sucht ihr diese Person? Das geht euch nichts an. Ihr müsst nur wissen, dass wir für Informationen bezahlen. Wenn ihr nicht interessiert seid, könnt ihr gehen. Okay, dann suche ich mal nach der Rotwadonin hier. Früher oder später finden wir sie. Aber anscheinend haben die Böses vor mit der, also... Na, ich weiß nicht. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Nein, Junge, halt mal dein Maul. Das wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Vielleicht bist du einfach nur gay und... Schnell hier hoch. Schnell zum Jarl. Schnell, schnell, schnell. Weil dieser Baum hier, der erinnert mich irgendwie an... Welch Wohnzirotier war das? Wo auch so ein Baum in der Mitte war? In... Oh Gott. Die Namen. Oh Gott. Nee, brav, nee. Ich habe keine Ahnung mehr. Elz? Nein. Ich überlege gerade, wie die Städte hießen in Cyrodiil, aber ich habe echt keine Ahnung mehr. Boah, ne. Das ist schon zu lange her. Ich könnte jetzt durch mein Zimmer gehen, weil da hängt auch noch die Karte von Oblivion, aber... Ah, ne. Ist gerade keine Lust zu. So, ja, wir sind Drachenblut. Dovahkiin. Ihr seid endlich hier. Der Jarl erwartet euch schon. Ja, ja, ja. Ihr habt den Ruf gehört.
Was sollte es sonst sein? Also, was ist beim Wachturm passiert? War der Drache dort? Ich habe ihn erschlagen, ich bin Drachenblut und jetzt sind wir gerettet. Der Wachturm wurde zwar zerstört, aber wir haben den Drachen getötet. Ich wusste, dass ich mich auf Irilet verlassen kann. Aber es muss mehr dahinter stecken. Es hat sich herausgestellt, dass ich ein sogenanntes Drachenblut sein könnte. Drachenblut? Was wisst ihr schon von den Drachenbluthelden? Als der Drache starb, habe ich einen Teil seiner Kräfte in mir aufgenommen. Also ist es wahr. Die Graubärter haben euch tatsächlich herbeigerufen. Wie herbeigerufen, hä? Meister des Weges der Stimme. Sie leben zurückgezogen hoch oben auf den Hängen des Halses der Welt. Was ist der, was wollen die Graubärter denn von mir? Es heißt, das Drachenblut verfüge über eine einzigartige Begabung im Umgang mit der Stimme. Der Fähigkeit, eure Lebensessenz in einem Tuum oder Schrei zu konzentrieren. Wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid, können sie euch beibringen, eure Gabe richtig einzusetzen. Yeah. Habt ihr denn nicht dieses donnernde Geräusch gehört, als ihr nach Weißlauf zurückgekommen seid? Das war die Stimme der Graubärte, die euch nach Hohortga gerufen hat. So. Das ist das erste Mal seit Jahrhunderten mindestens. Es ist nicht mehr passiert, seit Tiber Septim höchst selbst gerufen wurde, als er noch Thanos von Admora war. Honga, beruhigt euch. Was hat dieser Nordunsinn mit uns zu tun? So fähig er auch sein mag, ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass er dieses Drachenblut ist. Nordnonsens, ihr eingebildeter Unwissender! Das sind unsere heiligen Traditionen, die bis in die Zeit der Gründung des Ersten Kaiserreichs zurückgehen. Honga, geht nicht so hart mit Aviniki ins Gericht. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Es ist nur... Was wollen diese Graubärte nur mit ihm? Das geht nur die Graubärte etwas an. Was auch immer passiert ist, als ihr diesen Drachen getötet habt, es hat etwas in euch aufgeweckt. Und die Graubärte haben es gehört. Wenn sie denken, dass ihr ein Drachenblut seid, wer sind wir, dass wir dem widersprechen würden? Ihr solltet euch unverzüglich nach Hochrodga aufmachen. Dem Ruf der Graubärte darf man sich nicht verweigern. Das ist eine ungeheure Ehre. Ich beneide euch, wisst ihr, die 7000 Stufen noch einmal zu erklimmen. Ich habe diese Pilgerreise auch einmal unternommen. Wusstet ihr das? Hochrodga ist ein äußerst friedlicher Ort. Weit weg von den Sorgen dieser Welt. Ich frage mich, ob die Graubärte überhaupt mitbekommen, was hier unten vor sich geht. Bislang scheint es sie nicht interessiert zu haben. Egal. Begebt euch nach Hochrodga. Lernt von den Graubärten so viel ihr könnt. Ihr habt mir und meiner Stadt einen großen Dienst erwiesen, Drachenblut. Kraft meines Amtes als Jarl ernenne ich euch hiermit zum Tane von Weißlauf. Dies ist die größte Ehre, die ich zu gewähren imstande bin. Ich teile euch Lydia als persönlichen Huskarl zu und überlasse euch diese Waffe aus meiner Waffenkammer, die euch als Amtszeichen dienen soll. Ich werde auch meine Wachen von eurem neuen Titel in Kenntnis setzen. Sie sollen nicht denken, dass ihr zum gemeinen Pöbel gehört. Es ist uns eine Ehre, euch als Tane unserer Stadt zu haben, Drachenblut. Also dann. Cool. Zurück zur Tagesordnung, Proventus. Wir haben immer noch eine Stadt zu verteidigen. Ich will mal eben kurz die Waffe angucken. Die war Axt vom Weißlauf. Boah, die macht ja 20 Schaden, naja. Boah, die sieht schon geil aus. Aber ich bin natürlich wieder überladen. Toll. Ich glaube, die Eisenpfeile oder die Stahlpfeile kann ich ja wegwerfen. Ja, ich werfe mal alle weg. Wie? Die haben keine... Oh, die haben kein Gewicht? Ja, dann... war es ja irgendwie ein bisschen kacke. Bekleidung, kann ich noch die... Den Eisenhelm kann ich wegwerfen. Nein, immer noch ein... 1:4. Gewicht. Abels Tagebuch brauche ich auch nicht mehr. Jetzt geht's wieder, glaube ich. So. Wen haben wir als persönlichen Diener, oder was war da? Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Wir hatten gerade irgendwie so einen Diener bekommen oder so. Na egal. Vielleicht...
Wo ist der Typ? Hier? Ich wollte mit dir reden, Junge. Komm, steh auf. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren, wie die anderen großen Krieger? Was heißt es, ein Drachenblut zu sein? Ich weiß nicht viel darüber. Ich kenne nur die Geschichten über die alten Helden, die sich der Stimme bedienten, um die Feinde von Himmelsrand zu besiegen. Es heißt, dass einst jeder Kaiser ein Drachenblut war. Das endete jedoch mit Martins Tod in der Oblivion-Krise. Die Graubärte können euch mehr darüber sagen als ich. Sie sind die Meister des Weges der Stimme und haben Tiber Septim höchstpersönlich ausgebildet. Geil. Dann werden wir der Nachfolger von Martin, yeah. Was wisst ihr über Schreie? Nun, ich weiß nur, was ich aus den alten Geschichten kenne. Das Schreien ist eine alte Form der Magie, bei der die Stimme eure magische Kraft nach außen trägt. Wenn ihr das Schreien beherrscht, müsst ihr die Graubärte aufsuchen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Okay. Dann hauen wir Wenn mal ab. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Okay. Ne, ich wollte jetzt eigentlich nur noch Dingens gehen. Auf diesen Berg. Den Schlund der Wälder, wie er heißt. Lydia. Genial hat mich zu eurem Huskarl ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ich bin ein Tarne? Was soll das denn heißen? Der Jarl hat euch als Person ausgezeichnet, die im Fürstentum große Bedeutung innehat. Als Helden. Der Titel des Tarne ist eine Ehre, ein Geschenk in Anerkennung eurer Dienste. Wachen werden bei euch ein Auge zudrücken, wenn ihr ihnen sagt, wer ihr seid. Ah, okay. Und was macht ein Huskarl? Ihr seid mein Tarne, also bin ich euch zu Dienst verpflichtet. Ich werde euch und alles, was euch gehört, mit meinem Leben schützen. Okay, folgt mir. Geht voran. Okay, dann kommt mal mit. Wir machen uns jetzt auf nach, Dingens. Keine Ahnung. Wir... Den Schlund der Welt, diesen Berg da. Aber erstmal würde ich gerne ein paar Sachen verkaufen, weil ich bin ja etwas schwerer geworden. Und ich glaube, diese Axi brauche ich eh nicht. Weil ich nicht mit den... Mit zwei Handwaffen wollte ich jetzt eh nicht so am umgehen. Talos der Mächtige, ja genau. Ihr habt es geschafft. Ja, ihr ja, habt ja. Einen Drachen getötet. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Habe ich geschafft. Mein liebster Sauf. Mein liebster Saufkumpan. Was ist das denn hier? Ist das hier die Schenke oder was? Ne, ich wollte hier zum... Boah. Die Wachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass... Sprech mich doch nicht immer alle an, ey. Ich will nur was hier verkaufen. Wie viel Uhr haben wir denn? So. Jetzt muss der Laden aufhaben. Immer noch nicht. Das gibt's ja nicht. Noch eine Stunde warten. Immer noch nicht. Verarsch mich. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ja, ich will da gerne drin. Ah, jetzt hat's auf. Ah, okay. Da stand die ganze Zeit Adept und sowas. So. Willkommen. Verkaufen. Die besten Waffen und Rüstungen. Gut, dann. Guck mal, was ich hier verkaufen kann. Das ist. Die Axt kann ich verkaufen. Dann. Ein Stahlschwert. Ne, die brauche ich ja noch. Alter, Nordpfeil, Stahlpfeile brauche ich nicht. Die Nordpfeile, die reichen mir ja. Dann noch Bekleidung. Kaiserliche Rüstung, ja, die verkaufe ich mal. Der Eisenschild, den brauche ich auch nicht. Und sonst, ja, das war's, glaube ich. Danke, ciao. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Gut, dann reisen wir jetzt mal nach... Was weiß ich, wo das ist. Hier oben vielleicht, hier. Hoch, Rodgar. Oder, hä? Wartet mal. Der Weg der Stimme. Sprich mit den Graubärten. Die Graubärte haben mich in ihrer Kloster hoch, Rodgar, auf dem Hals der Welt gerufen. Offenbar haben sie von der rätselhaften Macht erfahren, die ich durch das Töten des Drachen vor Weißlauf erlangt habe. Okay, und wie kommen wir da jetzt hin? Hier hoch muss ich, ne? Du hast den Ort auch noch nicht in der Markierung platzieren? Ja. Oh Gott, da muss ich ja... wie soll ich denn da hochkommen? Muss ich von Helgen hochlaufen, oder was? Das ist ja mal scheiße. Gibt's da irgendwie einen anderen Weg? Mensch. Das ist ja kacke. Dann könnte ich ja vielleicht noch vorher mal hier... Hier, den... im Lager Stillen Mond... Diesen Banditen... Diesen Banditenanführer töten. Das kann ich noch machen, ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
zum Zeitvertreib, bevor wir uns aufmachen, nein. Boah, jetzt konnte ich das schon wieder nicht lesen. Das ist natürlich doof. Aber mit unserem Huskarl hier, Lydia, machen wir es, glaube ich, recht schnell. Dupdidu, dupdidu. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Hier in die Richtung. Aber am liebsten würde ich mir natürlich auch ein Pferd kaufen, wo ich schneller mitlaufen kann. Schneller mitreisen kann. Oh ja, ich glaube, ich gehe erstmal hier zu den Stellen und frage wegen dem Pferd, ob sie mir ein Pferd schenken, weil ich die gerettet habe vor dem Drachen. Jo, ich bin der Tane hier. Und so. Braucht ihr ein Pferd? Dann redet mit meinem Vater, Skulva. Okay. Nein. Oh, 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 weg, nein, weg, zurück. Ich wollte nicht einbrechen. Nein, wollte ich gar nicht. Das hier ist Skulva? Ja. Ich habe die schnellsten Ein Kerl wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtross. Wie alt sind eure Pferde? Keines von ihnen ist älter als 9. Und das jüngste ist 6. Das Pferd, das ich im Angebot habe, ist 7 Jahre alt, aber in guter Verfassung. Und es hat viel Temperament. Wir haben ihr den Namen Königin Alfsigr gegeben, oder kurz Ali. Ihr könnt sie aber nennen, wie ihr wollt, sobald sie euch gehört. Ali. Okay, kann ich ein Pferd kaufen? Warum nicht? Ihr könnt eins haben, das bereits gesattelt ist, wenn ihr das nötige Kleingeld habt. Wie viel kostet denn ein Pferd? 1000 Goldstücke. Wenn ich mir recht überlege, ich gehe lieber. Wie ihr meint? Wie viel habe ich denn eigentlich im Inventar? Ich habe 2000. Na gut. Nur ich kaufe eines. Es. Warum nicht? Ihr könnt mal Angebot. Haben das abgemacht. Es ist das mit dem Sattel. Danke, ciao. Oh, bis geil. Zum nächsten Mal. Pferd von Xonias, geil. Hups. So, mein Huskarl, der muss natürlich hinter mir herlaufen. Ist ja wohl klar. Hups. Geil. Gut, dann werde ich mal speichern. Der Huskarl wird uns ja eh überall hin folgen, denke ich mal. Oh, wie geil das reitet. Ich mache mit der Maus nach rechts und das Pferd reitet auch nach rechts. Cool. Gut, dann müssen wir in welche Richtung? In die Richtung, okay. Gut, dann reit nochmal. So, zum Pferd testen, ne? Und jetzt wird ordentlich geritten. Ich wette, es gibt zwar noch schnellere Pferde. Das war eh das billigste, kann ich mir gut vorstellen, aber fürs Erste reicht es wohl. Denke ich mal. Da vorne ist so ein Lager. Hier vorne ist wieder so ein Elch. Verschonen wir mal. Sind wir schon wirklich schon da? Ne. Noch nicht. Also ist das irgendwie ein anderes Lager. Boah, ein Mammut. Cool. Oh, da ist ein Riese. Das sind mehrere sogar. Ich glaube, ich steig mal ab. Gucken, ob wir die meucheln können. Ich speichere mal. Okay, dann wähle ich mal Zauber aus. Welchen Zauber wähle ich denn mal aus? Ich habe eh nur die beiden hier. Okay. Muss ich den? Nein, so. Ach, ich kann ja jetzt auch beide nehmen, ne? Nein, nein, ich will mein Ding jetzt nehmen. In der Hand. So. Mit Y mache ich den Drachenschrei, okay? Düsterwindtal entdeckt. Oder kann ich mich an den vorbeischleichen? Es ist sogar so eine schöne Truhe da. Aufschießen, Truhe, Experte. Nein, oh. Kriege ich aber auch sicher so hin, nicht? Ich glaube, den kriege ich gar nicht auf. Das ist natürlich doof. Riesenkäse. Ein Käse von Riesen. Das klingt ja mal strange. Oh, was liegt denn hier? Ein Säbelzahntiger. Oh, geil. Klau ich immer. Ich glaube, er sieht angepisst aus. Du willst das haben? Boah, der macht ja gar, kriegt ja gar kaum Schaden hier. Boah. Au! Oh. Was? Ich bin jetzt schon tot? Nein. Das gibt's ja nicht. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich klaue mir hier die Sachen und dann verpiesel ich mich wieder. Das geht ja mal gar nicht klar.
Heftig, heftig, heftig. Alles klar. Dann aufsatteln und wieder mit dem Fall in der Fresse und dem Arsch in die Richtung reiten. Ja. Uiuiui. Ist ja nicht so schön. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen trainieren. Auch der die Drachenschrei da. Mein Drachenschrei momentan bringt mir da auch nicht so viel, glaube ich. Ist das denn hier Fuchs oder was? Och, wie süß. Wie süß. Oh, was ist da denn? In dem See. Ist das eine Hand, die bei ihr rausguckt? Nein. Ach. Doch.